Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zu dieser Ausblickfolge. Wir gucken uns einen T6 Flugzeugträger an, und zwar den der Deutschen Erich Löwenhardt. Das wird der zweite Premium Flugzeugträger auf der Stufe 6 und oder Spezialflugzeugträger, wir wissen es ja gar nicht ganz genau. Auf jeden Fall was Besonderes, was nicht in Forschungsbaum drin sein wird, höchstwahrscheinlich. Und ja, wir haben hier auch ein paar Abweichungen von dem Standard. Eine der Abweichungen ist zum Beispiel, dass dieses Schiff hier, beziehungsweise die Flugzeuge hier, HE-Bomben abwerfen und keine AP-Bomben. Ja, dafür haben die Schlachtflugzeuge keine HE-Raketen, sondern AP-Raketen. Also, und diese AP-Raketen, die kommen vom T8-Flugzeugträger der Deutschen aus dem Forschungsbaum. Also, ist ein bisschen was durcheinander gemixt, also so wie man das eigentlich auch kennt von diesen Versuchen von World of Warships, unterschiedlichen Schiffen unterschiedliche Spielweisen so ein bisschen zu geben. Einmal so zu dem Optischen, ist natürlich wieder gut modelliert. Also ich persönlich finde es sowieso immer sehr interessant, wie sie das hier alles so machen. Man fühlt sich eigentlich direkt wohl mit diesem Holzboden und so weiter. Ist so ein bisschen Retro-Style, wenn man dazu sagen will. Ja, aus heutiger Sicht nennt man das Retro-Style. Damals war es modern. Aufbauten sind nicht ganz so hell, so hoch wie bei der Weser. Das ist noch so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Und dann können wir uns einmal die Panzerungsanordnung angucken, die natürlich wie üblich bei einem Flugzeugträger jetzt nicht außerordentlich ausgebufft ist. Ja? Also wir haben hier 19 mm, 21 mm auf dem Deck, 10 mm sind bei den Aufbauten zu verzeichnen. Und dann haben wir hier an der Seite eben die Böschungspanzerung, ja, so heißt es ja, diese Turtleback-Variante. Und ja, das sind dann hier 80, 100 mm. Und wenn wir die dann auch noch wegnehmen, dann sehen wir die Zitadelle, die auf der Wasserlinie ganz ein bisschen Millimeter über der Wasserlinie liegt. Also sollte zu treffen sein, theoretisch. Ja, müsste man dann mal sehen, wie es tatsächlich passiert. Normalerweise kommt man ja nicht so häufig in die Situation, dass man einen Flugzeugträger quasi Breitseite vor sich hat. Vielleicht im Late Game mal. Ne? Gucken wir uns mal die Werte so an im Vergleich. 46.400 Trefferpunkte. Man muss ganz klar sagen, dieses Schiff, was ich euch hier zeige, ist natürlich Work in Progress und kann sich permanent noch verändern. Das heißt, wir wissen nicht wirklich, ob das Schiff nachher so kommt, aber es ist zumindest eine Indikation. 46.400 Trefferpunkte, das ist schon mal 2.000 mehr als das, was die Ark Royal hat. Ich kann eigentlich nur die Ark Royal so richtig heranziehen, weil das einfach der einzige Träger ist, der auch Premium ist. So ein bisschen können wir auch mit der Ranger vielleicht vergleichen, weil wir halt hier HE-Bomben dabei haben. Das würde ich so ein bisschen ab und zu mal mit reinziehen. Torpedoschadensverringerung hier 16%, Ark Royal ist bei 28%. Ne? Wie eben schon gesagt, wir haben hier drei Flugzeugtypen drauf. Schlachtflugzeug, die ME BF 109. Und das ist natürlich hier das Highlight, die Höchstgeschwindigkeit. Ja, 198 Knoten ist das schnellste auf T6, muss man einfach so sagen. Wir haben sechs Flugzeuge, die starten und angreifen tun dann jeweils zwei. Jedes Flugzeug hat eine Zuladung von vier Raketen, die dann 2150 Alpha-Damage machen, wenn sie die Zitadelle treffen. Ja, und dann haben wir eine Flugzeugwartungszeit von 68 Sekunden. Das ist 20 Sekunden länger als bei der Ark Royal zum Beispiel. Allerdings sind da die Bomber auch deutlich langsamer. Ne? Wir haben da 165 Knoten bei der Ark Royal und 124 Knoten ist da die Standardgeschwindigkeit. Dafür sind es eben 9 Bomber, die da starten und jeweils 3er Angriffe. Ja? Muss man so auf dem Zettel haben. Erkennbarkeit ist übrigens gleich, ne? Bei den beiden Flugzeugen bzw. Flugzeugträgern. Bei den Torpedobombern haben wir 1760 Trefferpunkte und die habe ich hier nicht geskillt. Ne? Also ich habe hier die HP der Torpedobomber nicht nach oben gepusht, sondern die der HE-Bomber. Und wir sind trotzdem besser von den Trefferpunkten her als das, was die Ark Royal hier hat. Natürlich, auch hier müssen wir wieder ins Kalkül ziehen. Wir haben nur 6 Flugzeuge, während die Ark Royal eben 9 Flugzeuge hat. Das heißt, die Gesamtstaffel hat mehr Trefferpunkte in der Luft als die Staffel, die wir hier haben. Dafür sind wir hier wieder außerordentlich schnell mit 177 Knoten, während eben die Ark Royal 136 Knoten hat. Ne? Das ist halt eine ganz andere Generation von Flugzeugen. Aber wie gesagt, in der Mangelung der Vergleiche, auch gegenüber der Ranger sind wir natürlich das schnellere Flugzeug hier. Ja, Motorboost, Ladezeit 48 Sekunden, Dauer 24 Sekunden. Ihr kennt das mit dem Stotterfliegen und so weiter. Das macht man ja üblicherweise schon bei allen Forschungsträgern und auch beständigen Flugzeugträgern, die jetzt schon im Spiel sind, dass man eben nicht die Taste durchdrückt. Ja? Das ist unabhängig von der Nation. Das ist eigentlich immer sinnvoll.
Torpedohöhe scheint 4200 Alpha Damage. Jedes Flugzeug, was ihr habt, wirft ein Torpedo ab. Und das heißt, wir haben am Ende zwei Torpedos im Wasser. Hier 34 Knoten schnell, während bei der Ark Royal da 35 Knoten zu Buche stehen. Torpedo-Reichweite hier angegeben mit 6 Kilometer. Und wir müssen einen Ticken weiter abwerfen als die Ark Royal. Die Ark Royal kann erst bei 329 Meter abwerfen. Hier sind es eben 406 Meter. Ja, Flugzeugwartungszeit hier auch länger. 85 Sekunden gegenüber 59 Sekunden. Ja, also da sind schon mal, ist der Unterschied schon mal so 26 Sekunden. Ja, das ist halt auch so ein Punkt. Sicherlich das Highlight hier bei der Erich Löwen hat, ist die hohe Geschwindigkeit sehr wahrscheinlich. Weiter geht's dann mit den HE-Bomben und man kann hier schon mal auch feststellen, bei den Torpedobombern haben wir 177 Knoten Höchstgeschwindigkeit, wenn wir bei den HE-Bomben 201 Knoten Höchstgeschwindigkeit haben. Ne? Also die HE-Bomber sind Stand heute schneller als alle anderen beiden Flugzeuge. Sonst ist es bei vielen Nationen so, dass die Schlachtflugzeuge eben die schnellsten Flugzeuge sind. Ja, auch hier 6 Flugzeuge, die starten, 2, die angreifen. Jedes Flugzeug hat eine Bombe und dann Popo. Und da sind dann in der Bombe 12.200 Alpha Damage. Das ist so, by the way, 3.000 Alpha Damage Punkte mehr als zum Beispiel die Ranger hat. Ja, 68 mm ist der Panzerungsdurchschlag, 15 mm mehr als bei der Ranger mit den HE-Bomben. Brandwahrscheinlichkeit auch hier 17% höher als bei den Amerikanern. Die haben da 53%, wenn ich mich recht entsinne. Moment, ich kann da mal kurz nachgucken. Ja, 52% sogar. Ne? Also 18% Unterschied und 53 mm hier kann man nochmal richtig gut sehen. Also ihr merkt, da ist wieder so einiges an Unterschieden da. Wie gesagt, ich habe die HE-Bomber hier dann auch gepimpt und erreiche so fast 2000 Trefferpunkte pro Flugzeug. Ja. Weiter geht's dann mit der Artillerie. 105er dabei, 150er dabei. Reichweite ist jetzt nichts, 5,3 Kilometer. Ne? Also ich glaube nicht, klar, auf T6 ist das sicherlich eine etwas interessantere Reichweite im Vergleich zu den anderen Trägern, aber in der Regel fährt man auch mit diesem Flugzeugträger eben nicht irgendwie nach vorne in der Sekundärskillung, ja. Macht man ja allgemein nicht, ja. Es gibt ja eigentlich nur so eine Ausnahme, vielleicht die Graf Zeppelin oder so, ne? So, Flugabwehr 57, wir haben hier 190 kontinuierlichen Schaden im Vergleich zur Ark Royal sind wir da, ja, ein bisschen dahinter, ne? 190, die Ark Royal hat 214. Um jetzt einfach mal den groben Wert zu sagen, wir haben hier eine Flakreichweite von 5,2, während die Ark Royal 5,8 Kilometer weit schießt. Erkennbarkeit, beziehungsweise erstmal die Manövrierbarkeit, 35,8 Knoten. Auch da ist der Träger hier, die Erich Löwenhardt, der Ark Royal auf dem Papier überlegen. 1140 Meter ist hier der Wendekreis. Das ist wieder so ein bisschen Nachteil, weil die Ark Royal eben 990 Meter hat. Ruderstellzeit 12,7. Und bei der Ark Royal 12,8, also da ist man quasi gleich auf. Bei der Erkennbarkeit 11,8 Kilometer zu Wasser, auch da ist hier der Vorteil bei der Erich Löwenhardt mit, naja, gut 800 Meter kann man sagen. Ne? Zur Luft 9,8 Kilometer, Ark Royal 10,6. Deshalb will ich euch noch einmal kurz zeigen, was ich hier eingebaut habe. Ich habe hier halt die Luftgruppenmodifikation, um die Rückkehr der Bomber zum Träger zu beschleunigen, dann eben die Motorboostdauer um 10% zu erhöhen in Slot 2. Torpedogeschwindigkeit ist hier schon mit dabei, also die 5% mehr, darum kommen wir auf diese 34 Knoten, das hört sich ja so ein bisschen merkwürdig an. Ne? Und dann haben wir eben diese Bombermodifikation 2, dass die Bomber eben 7,5% mehr Trefferpunkte haben. Bei den Signalflaggen, die zeige ich euch der Vollständigkeit halber, wegen der Brandwahrscheinlichkeit und so weiter. Also hier haben wir dann auch eine Steigerung dabei, ne? Auch bei der Wassereinbruchsgeschichte und so weiter. Flak ist hier auch schon verbessert mit den Signalflaggen und so weiter. Kapitän hier sieht so aus. Auch hier Beschleunigung der Flugzeugwartungszeit. So teste ich zumindest im Moment diesen Träger. Ja? Motorboostdauer ist auch hier nochmal verbessert. Einsatzzentrale für Jäger, also dass wir nochmal einen Jäger mehr dabei haben. Trefferpunkte dazu für die Flugzeuge dabei, Panzerung erhöht, dann haben wir Tarnungsmeister drauf und dann haben wir hier eben die Visierstabilisierung, dass wir eben schneller dabei sind, ne, mit der Visier, mit dem Einvisieren sozusagen. Ja, das ist eigentlich die Geschichte. Ja, und das war eigentlich der Ausblick quasi hier aus dem Hafen mal im 3D-Modell.
hoffe, ihr konntet euch auch hier wieder so einigermaßen einen Einblick geben, wie der Träger im Vergleich zu einem anderen Premium-Träger steht. Ganz bisschen haben wir auch mit der Ranger verglichen, gerade bei den HE-Bomben. Und ja, wenn es so ist, gerne Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, weitererzählen. Dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream hier auf dem YouTube-Kanal. Haut rein, euer Andi, euer Sieghaus-Team. Ne? Bis dann, ciao, ciao.